So, Harold und die anderen sind nicht. Die sind nicht gekommen, weil sie kein Visum bekommen haben, weil die deutsche Botschaft in Freetown keine Visa ausstellt und die Botschaft in Accra sich nicht gemeldet hat. Guten Nachmittag. Ich hoffe, dass der Kongress euch gefallen hat und dass ihr nicht so fertig seid. Ich rede mit zusammen mit meinen Freunden, Kollegen aus Sierra Leone über Skype und hallo. Hallo. Okay, lasst sie wissen, dass sie da sind. Sehr groß. Sehr. So, heute, mein Vortrag geht darum, geht um ein Wunder nach vielen Standards, weil kurz ein bisschen Überblick über den Talk. Ich gebe euch einen kurzen Einblick, 2 Minuten, dann gibt's. Dann sprechen wir einfach, gehen wir einfach rein. Mein Name ist Emerson Tan und ich war 6 Monate lang, zwischen Oktober 2014 und April 2015, war ich der Landeskoordinator für ein Konsortium von NGOs namens NetHelp. Die größten NGOs der Welt sind darunter verbunden, unter einem Konsortium, worum es darum geht, dass Technologie und IT in Entwicklungsländern. Ich wurde nach Sierra Leone geschickt, um als Landeskoordinator mit den seltsamsten Anweisungen der Welt. Ich habe einfach drei Gehälter bekommen und gesagt, hier, mach mal, wir haben da keine Ahnung von. So, Sultan. Harold. Diese Leute sind von IDT Labs, also die haben gerade gewunken. Und die sitzen in Freetown in Sierra Leone. Und das ist Sierra Leone. Und die Leute haben sich Programmieren selber gebracht, Hackertum selber beigebracht. Und die Leute haben ihr Land grundsätzlich von einem Kollaps bewahrt. Vor allem Kollaps bewahrt. Und ich kann nicht anfangen zu sagen, wie viele Leben als Ergebnis von ihrer Arbeit gerettet wurden. So, das ist deren Geschichte. Das ist ein bisschen der Einführung, Sierra Leone. Was von Irland? Ja, ungefähr die Größe von Irland. Westküste von Afrika ist halt ungefähr 6,5 Millionen Leute. Niemand weiß genau, weil der Zensus ist ein bisschen kaputt. Es ist das ärmste Land offiziell gesehen vor der Ebola-Epidemie. Sie hatten einen Bürgerkrieg zwischen 1991 und 2002 und das ist die Quelle von so vielen Filmen wie Blood Diamond. Und ihr könnt, machst du mal weiter kurz. Also Sierra Leone war bisher berühmt dafür, besonders arm zu sein und eben für diesen Film Blood Diamond. It's kind of shit. Das ist echt scheiße. Das ganze Land hat 150 Meter von. Achso. Genau, wenn die Skype-Connection-Verbindung kaputt geht, liegt es daran, dass die ganze Land 150 Meter fiberoptisch Kabel, alles andere ist WLAN und ein Netzwerk und das ist alles kompliziert alles. Ich könnte genug erzählen könnte alles über Ebola erzählen, aber das ist, es gab eine Dokumentation darüber, die zeige ich jetzt mal ganz kurz. Dokumentationscrew hat mich verfolgt. The signs and symptoms, bleeding from all openings, bleeding from the ears, the eyes red. Das ist das Ende. Wenn du Ebola siehst,
Als Ebola kam, hat es das Schulsystem beendet. Keiner konnte mehr zur Schule gehen. Es gab ein zu großes Risiko. Unser Land leidet. Wir wissen nicht, wie es mit unserer Nation weitergehen wird. Wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussieht. Alles geht rückwärts, nicht vorwärts. Tsunamis, Haiti, alle diese Dinge sind geregelt worden, aber nicht hier. Drei Leute sind gestorben hier. Alles ist kaputt und zerstört. Wir haben 37 Leute sind gestorben. In der Zwischenzeit leiden die Leute. Die Leute können zu den Farmen gehen und müssen da drei Wochen lang warten. Dann sollte die Reisernte eingefahren werden, was natürlich einen großen Einfluss hat. Die Leute, die in den Frontlinien sind, die haben bitter nötig, dass ihnen geholfen wird. Dies ist ein Krieg. Ich muss sozusagen am Krieg teilnehmen. Wenn ich nicht meinen Freunden helfe, wer hilft ihnen? Also ich muss an diesem Krieg einfach teilnehmen. Mein Name ist Asya und ich bin Lieutenant. Ich bin Ebola-Fighter. Hi, mein Name ist Ebola Joe und ich bin Ebola-Fighter. Ich bin auch ein Ebola-Fighter. I'm an Ebola-Fighter. Mein Name ist Vincent Vatala. Mein Name ist Ethan Samuel. So, das sind die ganzen Namen. Ich bin Ebola. Wir möchten gerne die Welt darum bitten, uns zu helfen in dieser Krise. Als Menschen. Wir sind alle gleich. So. Dieser kleine Trailer hilft mir macht das viel besser als ich, um euch das zu zeigen, zusammenzufassen. Es ist ein Krieg und in Kriegen sterben Menschen. Und was passiert ist, ist, dass die Krankheit das sehr zerbrechliche Gesundheitssystem des Landes komplett zerrissen hat. Und die ganzen Ärzte und Krankenschwestern sind auch mitgestorben und das ganze System ist kaputt und alle Aktivität in diesem ganzen Land, Wirtschaft hat aufgehört, die Schulen haben aufgehört und es sah einfach eine Zeit lang einfach aus, dass die ganze Bevölkerung im Land auseinandergerissen werden würde. Und die UN hat einen internationalen Gesundheitsnotstand erklärt, hat eine spezielle Mission erklärt, aufgesetzt. Und all die Länder wie die USA und England und Großbritannien haben ihre Militär mobilisiert und Liberia und Sierra Leone zu helfen und Guinea. Und haben angefangen, auf diese Krise zu reagieren. Ich bin im Oktober angekommen auf einem Flugzeug mit ersten Welle der humanitären Helfer und
eHealth Africa. Ist da jemand aus von eHealth Africa? Ich bin aufgetaucht, als ich dachte, ich bin der einzige Technologe auf dem Flugzeug. Das stellt sich raus, dass Justin von eHealth Africa auch auf dem Flugzeug sind und ich. Und. Steh mal auf, Dankeschön. Danke, dass du auch mutig genug bist, auf dieses Flugzeug zu gehen, weil im August und September war das essentiell so, dass wenn du dahin bist, dachten die Leute noch, du stirbst. Ich bin auf die Hochzeit gefreut, die Woche vorher gegangen und ich habe mit dem Priester geredet. Er hat mich gefragt, was du machst. Und ich habe gesagt, ich gehe nach Sierra Leone und so. Und er stoppt. Und er hat mir einfach den Segen gegeben. Und dann hat er irgendwas auf Latein gesagt. Und der war ein Schlachtfeldskaplan und hat mir die letzten Riten gegeben. Danke, Arschloch. Wie dem auch sei, die UN und die WHO sind mit dieser Strategie aufgekommen, um die Verbreitung aufzuhalten. Und so sieht das halt aus. Die Kurve geht nach oben exponent und das Ziel ist halt, diese Linie auf dem Graphen nach unten zu drücken, sodass es eben wieder abflaut. Und das war 70% aller Leute, die von Ebola gestorben sind, sicher vergraben und 70% aller erlebenden Fälle in Isolation. Das sieht super auf dem Papier aus. Okay, das kann man ja sagen, ja, das ist ganz einfach. Es sind nur ein paar kleine Probleme, weil das Problem ist nur, dass das Also es gibt nur zwei große Highways, das Gesundheitssystem ist kaputt. Es gibt vielleicht mehr als zwei Highways, aber kommt darauf an, wie sehr man asphaltiert, deponiert. Das mobile Telefonnetzwerk geht nur ungefähr zu 40% des Landes. Oh je. Diese Nummern sehen auf dem Papier gut aus, aber es ist viel schwieriger, als man denkt. Und wir brauchen eine Armee, weil an einem Punkt vor der Krise einen Arzt für alle 50.000 Menschen, um euch. Deutschland hat. In Deutschland gibt es 38,9 Ärzte pro 1000 Menschen und in Sierra Leone gibt es halt einen Arzt für 50.000 Menschen. Das ist eine ganz schöne lange Warteschlange. Und es gibt das Prinzip ist es halt so, bitte stirb mal nicht, bevor der Arzt dir hilft. Also was machen wir? Wir haben uns überlegt, wir machen das komplette Gesundheitssystem nochmal neu vom Staat. Machst du mal weiter? Wir haben Ebola-Gesundheitszentren aufgemacht. Hunderte von verschiedenen infrastrukturellen Dingen. Wir haben Schnellhilfeteams aufgestellt. eHealth Africa hat gute Arbeit geleistet da hinten. Ein Reporting System, dann ganz viel Infrastruktur, zum Beispiel Internetstrukturen und so weiter, wurden expansiv ausgebreitet
Innerhalb von 6 bis 8 Wochen haben wir das geschafft. Ich wurde in dieses hochkarätige Meeting eigentlich zufälligerweise mit reingezogen. Komm doch mal zu diesem Meeting, hat man mir gesagt. Wir haben eine kleine Diskussion laufen, was hier in diesem Land so läuft und wie man das machen kann, alles mit Ebola. Das war das ehrlichste Briefing, was ich jemals erlebt habe. Wir haben ein paar Monate Zeit oder wir verlieren diese Region. Alle Länder eigentlich in der Region. Die Leute in New York würden dann verantwortlich für den Tod von Millionen von Leuten. Das weckt einen ganz schön auf und setz dich mal kurz hin. Und denk mal darüber kurz nach. Ich mache mal kurze Pause. Kurz eine Minute über die ein paar Prinzipien der erfolgreichen Intervention. Das ist nicht ganz einfach. Sie sind halt von sei vor Ort und nicht in der Entfernung. Viele Leute waren nicht. Wir hatten viele Angebote, Hilfsangebote von zum Beispiel Google, IBM und so weiter. Und deren Bedingungen, wollen wirklich, wirklich helfen. Wir machen total tolle Sachen. Wir helfen euch mit all unserer Kraft. Aber wir machen das von London oder Kalifornien aus, weil, wisst ihr, ich könnte da sterben, da habe ich keine Lust drauf. Meine Versicherung, sie haben sich halt eigentlich verzogen. Und leider kann man solche Systeme nicht schnell entwickeln mit komplexen Business Logiken kann man das nicht von der Entfernung machen. Benutzt lokale Leute. Diese Leute haben diese Umgebung gekannt. Wir haben irgendwie die Frage ist halt so, wir wollten halt ein paar Leute einstellen, die halt Datenpunkte eingeben konnten. Und heute hier ist es ganz einfach. Man nimmt halt so ein CV und dann kriegt man irgendwie eine Person, macht ein Interview und dann. In Sierra Leone ist es ein bisschen anders, weil die meisten CVs von den Leuten komplett bedeutungslos sind. Es sind viele, viele Worte und das bedeutet nicht viel. Das ist so, was die Leute, die haben dann einfach einen Englisch-Test gemacht und die Anweisungen auf diesem Test waren falsch. Und wenn du die Anweisungen nicht in Frage gestellt hast, hast du es nicht geschafft. So, und das war sehr lustig. Du könntest, also das hatte... Also entweder hast du halt die Anweisung nicht lesen können oder du warst halt zu furchtvoll und hast dann irgendwie die Anweisung nicht in Frage gestellt. 183 Leute haben dann sich angemeldet und wir haben dann ungefähr 13 angestellt. Ja, 13 Leute haben wir angestellt. Mit von 183 Leuten, die sich angemeldet haben, haben wir 13 angestellt, die lesen, schreiben konnten. Die offizielle Alphabetisierungsrate ist ungefähr 35%. Die echte Alphabetisierungsrate ist ungefähr unter 20%. Ungefähr unter 20% in Sierra Leone können lesen und schreiben und erzählen und rechnen. Verglichen mit Deutschland, wo die Alphabetisierungsrate über 99% ist, das ist sehr, sehr, sehr kompliziert, da zu arbeiten. Also das nächste Prinzip ist, sei mutig und, was ist Inertia? Bekämpfe...
Niemand von den Leuten ist über 40 und die benutzen dieses Open Source Zeug. Normalerweise, wenn man so ein riesen ERP aufsetzen will, dann geh mal zu SAP oder Accenture oder wer auch immer dann Geld will. Was man nicht macht, ist, geht nicht so zu Leuten, die so zu einer umgewandelten Garage gehen. SAP ist, der Unterschied ist aber, es ist im Prinzip egal, ob SAP ist es ein bisschen egal, ob das Projekt erfolgreich ist. Diesen Leuten ist es nicht egal. Also den Leuten ist es verdammt wichtig. Als ich und das Team diese Probleme angegangen sind, als wir dann dran gedacht haben, war ich so, okay, lass uns die lokale Talenten benutzen. Das sind die einzigen Leute, die wissen, wie das Land funktioniert, und die haben viel, viel mehr Interesse an diesem, an dem Erfolg als jeder andere. Und das UNEP, also das UN-Entwicklungsprogramm, wir wollten das wirklich nicht. Aber ich habe mit der Führung geredet und die haben das dann verstanden und es wurde zu einem Riesenerfolg. Benutzt Open Source Software, benutzt was schon existiert. Das ist kritisch und das ist, worum der Talk wirklich gehört. Nichts wäre möglich ohne das Open Source Frameworks, ohne diese historische Arbeit zu benutzen, weil man könnte auf gar keinen Fall Systeme so schnell entwickeln für so wenig Geld in dieser Art von Umgebung, für diese Robustness, ohne die Existenz von diesem riesigen Open Source Ökosystem und die riesige die Größe und dass es da alles schon gibt, wie auch Buchhaltung und ERP und Logistik und Management, bedeutet, dass es Open Source Lösungen gibt, für alles gibt. Und was das euch erlaubt, ist, dass Sachen sehr, sehr schnell hochskaliert werden können und planen, wie du das Land verlassen wirst oder gehen wirst. Das Problem ist mit den meisten NGOs, die meisten Entwicklungsprojekte planen nicht zu gehen und die tauchen einfach auf. Die Locals bauen nichts, denen gehört nichts, dann geht das Funding weg, die weißen Leute hauen ab und dann deren Land dann sich mit Müll auffüllt. Und wenn man ins Krankenhaus geht, was man dann findet, sind diese riesen, findet man so Nanostations, fragt man sich, was macht das alles auf einem Haufen? Und das Geld war halt weg und dann haben wir das, es ist alles zusammengebrochen und wir haben das halt weggeworfen und das war das Militärfestival. Es gibt Bilder von mir mit diesem ganzen Haufen von Ubiquity-Zeug. Und als ich das wieder repariert habe, weil dann muss man das halt nicht kaufen. Wenn du planst zu gehen, dann stell sicher, dass du jemanden hast dort, der das dann übernimmt und die Verantwortung übernimmt. Und wenn jemand die Verantwortung übernimmt, sind sie verantwortlich für alles, was passiert. Und sie sind dann verantwortlich für alle Gelder, die dann reinkommen. Also was Sultan und diese Leute gemacht haben, es ist verfügbar, es kann wieder benutzt und es, hoffentlich wird es wieder benutzt, um wir werden es wieder benutzen, das ist auch schon passiert. Wir können das dafür sorgen, dass es funktioniert. Du musst aber planen zu gehen. Du willst nicht niemals für immer bleiben und du willst den Leuten auch nicht du willst den Leuten auch nicht, die offen so, ja genau. Also man will dann nicht paternalisieren und man will denen nicht irgendwie sagen, was sie tun sollen, sondern, und dann reden wir mal darüber, was diese Leute gemacht haben. Management Information System, paying people, Leute bezahlen, also das Problem. Jetzt helft ihr mal mit.
Ich habe mit jetzt viel zu lange geredet. Und den Leuten ist ein bisschen langweilig. Also ein paar Herausforderungen. Es gibt ein bisschen Druck. Also das Gesundheitssystem ist ein bisschen kollabiert. Wir müssen ein paar Leute, 10.000 Krankenschwestern und medizinische Leute anheuern. Und in dem gesamten Gesundheitssystem wird niemand bezahlt für Monate, für jemals. Und als wir da ankamen, wurde uns präsentiert, dass das Bezahlsystem für das medizinische System of copier paper. Yeah, like that. Man hätte diese ganzen Dokumente konnte man einfach ausbreiten und sehen, was wir alles hatten. Es war alles ziemlich durcheinander. Niemand wurde bezahlt. Dadurch wurden die Leute natürlich korrupt, was super, super gefährlich ist in diesem Land. Es untergräbt natürlich auch das Vertrauen der Leute in das Gesundheitssystem. Und weil Leute nicht bezahlt wurden, haben sie auch gestreikt. Und dadurch sind dann solche Szenen entstanden, wie man oben sieht. In den Straßen waren die Leute und haben gestreikt. Die Patienten wurden nicht behandelt und wurden nicht ernährt. Also man hat ihnen kein Essen gegeben und deswegen sind sie einfach ausgebrochen auf die Straße. Und das hat natürlich Streiks verursacht. Und in diesem Zusammenhang hat ein Manager gesagt, ihr habt jetzt 6 Wochen Zeit, dies wieder in Ordnung zu bringen. Das ist keine normale Situation, dass ein Mittelalter-Typ einfach mit so einer Aussage daherkommt. Die Geschichte ist grundsätzlich, dass nachdem diese, während eines dieser Meetings haben sie mich reingezogen und haben mich gefragt, ob es eine technologische Lösung da gibt. Und ich habe gesagt, es klingt so, als ob er ein ERP braucht. Und blankes Starren. Was ist ein ERP-System? Und ich habe gesagt, ein Enterprise Resource Planning System. Und ich habe gesagt, das könnte halt die Payroll bezahlen, also die Bezahlung organisieren zum Beispiel. Und die haben gefragt, ja, großartig, kannst du eins bauen? Und dann habe ich gesagt, klar, ich kann das bauen. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe sie auditiert, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich rede mal mit euch, ich komme mal morgen auf euch zurück. Und habe ich mich gefragt, was habe ich da gerade eigentlich gemacht? Nicht Panik, durchdenken, mit dem Payment Team zusammensitzen, und das hat dann zu sehr, sehr seltsamen Gesprächen geführt. Und das gibt euch so ein bisschen so ein Gefühl von, wie schwierig das ist. Und dann haben wir uns hingesetzt, und gesagt, wie werden wir die Leute bezahlen? Normalerweise bezahlt man Leute mit Geld. Und wenn man Liter Sprit kauft, dann nimmt man halt kiloweise Geld. Und es ist halt einfacher, das Geld zu wiegen, als es zu zählen. Und okay, das sind ungefähr 3 Kilo Geld. Hier. Und ich nehme mal diesen Laptop hier. Puff. Ja, und das ist so ein bisschen ein Problem, weil wenn man ungefähr 10.000 Leute, Zehntausende von Leuten bezahlen will und das Banksystem kaputt ist, und wir haben uns hingesessen mit der Zentralbank und hat der Zentralbanksmensch und mit der
Und er hat mit der Weltbank und mit dem Weltwährungsfonds hat gesagt, so, ja, wir werden halt keine Banknoten haben. Wir tun da haufenweise Dollars in die Ökonomie und die Inflation geht nach oben. Und es braucht ein Bataillon von Sozialen für eine Woche lang, um Geld rumschicken. Und weil das Geld nicht zurück zur Zentralbank kommt, werden wir von keine Banknoten mehr kriegen. Ihr habt gesagt, nee, ihr seid eine Bank. Wie kommt ihr, wie könnt ihr nur kein Geld mehr haben? Und dann kommt man so, ja, EC-Kartenautomaten. Na ja, gut, es gibt halt nur Geldautomaten, nur 30 Geldautomaten im Land. Und Kreditkarten gibt es auch, keine Bezahlnetzwerke. Früher reden wir über Online-Banking. Weniger als einer in 1% der Leute haben ein Bankkonto. Die meisten Leute können nicht lesen und schreiben, also nein. Wie wäre es mit klaren wie wäre es mit klaren Personallisten? Es gibt ungefähr so 20 oder 12 Namen. Magst du mal kurz übernehmen? Naja, also es gab eine Menge Paternalisierung, eine Menge Korruption und die Idee ist, man muss einfach aufhören mit der ganzen Korruption, sonst hören wir auf zu zahlen. Und das letztendlich heute, dass das Land dann am Ende ist und es war die Aussage, wir müssen mal was tun und ich habe hier mit der Präsentation Mist gebaut. Also, Lösungen. Und deswegen bringe ich diese beiden Leute, diese drei Leute hin. Also, Larissa, seid ihr noch mit Larissa im Kontakt? Ja. Okay, also Larissa war eine meiner Kollegen in diesem UNDP-geleiteten Team. Und Larissa lebt in Sierra Leone, hat dort sehr lange gelebt. Ich habe dieses Meeting mir beschrieben und sie hat gesagt, oh, wir brauchen nur ein ERP und dann ist alles okay. Und dann sagte sie, okay, ich kenne diese Typen und das, was sie gesagt hat, ich kenne diese lokal, ich kenne diese Typen vor Ort und offensichtlich wird niemand anders kommen, also lassen Sie uns reinbringen. Und Sultan kommt vorbei, hier Sultan, bitte, hebt die Hand. Und er kam vorbei mit einem Laptop, mit etwas Klebeband zusammengehalten und zeigte mir nun seinen Code. Und dies war nun der entscheidende Moment. Wir begannen zu reden und haben Python geredet und er zeigte mir seinen Code und ich, oh, ja, das ist ziemlich gut. Wow, die Struktur ist gut und ich kann hier logisch dem folgen. Ich kann das lesen, das ist ziemlich gut. Wie lange hat er das gebraucht? Wie lange hast du gebraucht, um das zu schreiben? Und ich denke, ja, dies ist ziemlich, ziemlich gut durchdacht. Und dann sagt er mir, es zeigte sich, dass sie OpenERP vorher schon benutzt hatten, um die Personalabteilung für einen lokalen Mobilfunkprovider, also nicht schlecht, einige tausend Benutzer, und es war ziemlich gut. Und sie haben Features wie also Zeitprobleme bekämpfen. Wenn man also jetzt hier wenn ein Meeting mit einem Manager aufgesetzt ist und man nicht zu dem Meeting erscheint, wird man automatisch entlassen. Solche Dinge. Und plötzlich AlphaSight, diese kleine Firma, hat auf einmal 100% Beteiligungsraten. Was ist nun wirklich bei mir, was mich überzeugt hat? Ich habe diese ganzen Telefoninfrastrukturen, andere Sachen bearbeitet und ich habe dann mit dem Chef von AlphaSight geredet und der sagte, ja, das Problem, das System entlässt mich ständig automatisch. Was ist also, sagte, du bist nicht zu deiner Workstation gegangen und hat dann ein Meeting mit ihm selbst aufgesetzt, denn er ist der Chef und das System setzt ein Meeting mit dem Manager auf, das ist der aber selbst und hat natürlich niemals sich darum gekümmert, sich einzuloggen, hat sicherlich einen legitimen Grund, nicht zur Arbeit zu erscheinen und deswegen hat das System ihn selbst jede Woche entlassen. Also ich denke einfach nur, ja, okay, wenn du das kannst für eine kleine Mobiltelefonfirma, was ist nun der Unterschied hier? 1000 Menschen, 30.000 Menschen, das ist nur eine Frage des Maßstabs, oder? Ja? Weißt du,
wir müssen nur ein bisschen Geschäftsprozesse erfinden und dann wird alles okay sein. Vielleicht. Naja, also ich vereinfache jetzt enorm, aber ja, das hat mir nur die Sicherheit gegeben, dass er das tun könnte. Und es zeigt sich, er ist außerdem einer der schlechtesten Motivationsredner der Welt. In einem Meeting mit Salton und der Gang hier sagte ich so, ja, wisst ihr, wir geben euch den Job, das Zeug zu bauen. Und das muss in Rekord, es muss die weltschnellste großmaßstäbliche ERP-Rollout werden. Das schnellste Großmaßstab-Bezahlsystem-Rollout werden. Aber ich denke, ihr könnt das tun, prinzipiell, weil wenn es alles fürchterlich kaputt geht und das Land kaputt geht, kommt die britische Armee, holt mich zurück, aber ihr müsst dort bleiben. Ja, und das ist also, zeigt sich, also ich bin ein fürchterlicher Motivationsredner. Es zeigt sich also, wir haben besprochen in diesen Meetings, wir haben einige verrückte Ideen besprochen, um etwas Geld nach Sierra Leone zu holen. Wir haben darüber gesprochen, die Wirtschaft auf den Dollar umzustellen. Sie hatten einfach keine Geldscheine mehr. Also warum führen wir nicht US-Dollars ein und machen den US-Dollar die Währung? Das wird gut funktionieren, oder? Was könnte da schiefgehen? Schauen wir uns doch mal Irak an. Moment. Okay, vergessen wir diese Idee und schnell was anderes machen. Was könnte nur schiefgehen? Und dann stellt sich, diese Diskussion geht dann weiter in, ja, was können wir benutzen, was nicht Geldscheine sind und was nicht die Wirtschaft total in den Krater werfen wird? Und hey, wie ist es denn mit Mobilfunkkrediten? Das ist mehr oder weniger Geld, oder? Wenn man also Telefonguthaben, warum? 40% der Leute haben ein Telefon. Wenn sie keine Textnachricht lesen können, wenn sie jemanden finden, der eine lesen kann. Sie können mit einem interaktiven Sprachsystem reden. Ja, also machen wir mobiles Geld. Kein Problem, okay? Und dann findet man heraus, dass tatsächlich vieles, was man dafür braucht, einfach nicht existiert. Also eine Firma hat ein mobiles Geldsystem hier, Airtel, aber die decken nur etwa 20% der Bevölkerung ab. Also wir müssen die andere Firma jetzt auch mit ins Boot bekommen und die haben kein mobiles Bezahlsystem, überhaupt keins. Und wir müssen also einfach sie zwingen, dass sie ein mobiles Bezahlsystem aufsetzen müssen mit den Systemen, die sie haben. Mit einer Präsidentenanordnung, die man um 3 Uhr morgens dann schreibt. Und naja, zeigt sich, es ist 3 Uhr morgens. Wie ist es hier mit ein bisschen Kontrolle über die Politik? Okay, machen wir es legal. Und okay, ja, wir haben natürlich, die Leute haben nie Star Wars gesehen, aber das ist eine Szene, in dem der Imperator, ist das legal? Ich mache es legal. So we ended up having to extend. Also am Ende mussten wir das Gesamtsystem erweitern oder nein, erstellen, ein digitales Geldökosystem, was also auch absolut witzig ist. Also dies ist der Zugang, den wir dann gewählt haben. Wir haben ein vergleichsweise fortgeschrittenes, ich verwende dieses Wort jetzt sehr, sehr weit, also ein weit recht fortgeschrittenes mobiles Bezahlökosystem. Wir haben recht solide örtliche Sozialunternehmen, die das hingekriegt haben. Wir haben Telefone, mobile Telefone sind wirklich, wirklich billig. Wir haben also etwa 10.000 kleine, wisst ihr, so 10-Dollar Telefone gekauft und die einfach weggegeben, wie Süßigkeiten, wie Bonbons. Dies ist hier deine mobile Geldbörse, das gibt euch Geld. Hier, nehmt ein Telefon. Und das, ja, hat funktioniert. Es waren furchtbare Telefone. Also ich habe immer noch eine Halluzination von dem Klingelton, der einfach überall zu hören war. Und das hatte nur einen Klingelton. Das hat mich absolut in den Wahnsinn getrieben. Wenn ich aufwache, manchmal, wenn ich mir halb schlafe, auf einmal, huch, da ist der Klingelton. Und wie man ein Wunder bewirken kann. An diesem Punkt, Salton, kannst du meine Folie sehen? Ja, ich glaube ja. Okay.
Bitte, Gott, bitte, Skype, Gott, verlass uns jetzt nicht. Ich opfere den Veganer von heute Morgen. Was ich jetzt hier tun werde, ist, ich werde ein Problem beschreiben und dann werde ich Sultan und die Leute hier dazu kriegen, ein bisschen über die Lösung zu reden. Also, keine Arbeiteridentifizierungssystem, kein arbeitendes Identifizierungssystem. Wir konnten Fingerabdrücke nicht benutzen. Es gab dann ein Problem der Infizierung. Wenn man Fingerabdrücke gibt und seinen Schweiß hinterlässt und den anderen dann das weitergibt, dann kriegt die andere Person Ebola und stirbt. Das ist nicht cool. Die meisten Leute waren nicht so darauf versessen und wir mussten einen Weg finden, um Leute biometrisch ins System hineinzubringen. Denn wie ihr wisst, nur eine von fünf Personen kann lesen und schreiben und die Leute wissen nicht, was ihr Geburtstag ist und wie man ihren Namen buchstabiert. Und einige haben vielleicht verschiedene Leute darum gebeten, ihren Namen zu schreiben und es kommen verschiedene Versionen heraus und es ist derselbe Mensch. Also dann werden die Telefone geteilt, es ist ein Desaster. Und diese, also wir haben ODK benutzt, um eine Registrierungsapplikation zu machen. Wie war das Framework für Gesichtserkennung, das ihr benutzt habt? Es heißt OpenBR. Okay, könnt ihr es beschreiben? Ja, also es ist aufgebaut mit Computer Vision. Es gibt eine großartige Computer Vision Library. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Mini-Skript geschrieben auf OpenBR, den Namen der Library, um das Bild zu vergleichen. Und das vom Ort mitgebracht wurde. Ja, also eines der Sachen, die wir gemacht haben, wir hatten sehr viel Spaß. Sie waren dabei, in Sierra Leone dieses Wählerregistrierungssystem einzuführen und machten dort Bildung und Fortbildung, das wir übrigens komplett kaputt gemacht haben, weil wir die Fotoregistrierungsmaschinen genommen und völlig auseinandergenommen haben, um unsere Gesundheitsarbeiterinnen Registrierungsgerät herzustellen. Ich glaube, sie sind immer noch ziemlich sauer auf uns, weil wir das gemacht haben. Ja, das sind sie wirklich. Also, wir haben einige Millionen Dollar Arbeit kaputt gemacht. Okay, also als Datenspeicher haben wir OpenERP benutzt. Hier, wer von euch arbeitet mit OpenERP? Keiner, okay, vielleicht. D-Dupe ist ziemlich interessant, das Deduplizieren. Fürchterliche Daten und all das bedeutet, dass diese Leute hier alles deduplizieren mussten. Wisst ihr, also sie haben diese Library implementiert und ja, es hat funktioniert, oder? Ja, es hat funktioniert, ja. Das Problem war die Qualität, die Datenqualität. Die war sehr, sehr schlecht und wir haben Daten, die, wir hatten 20.000 Datensätze und nicht genug eindeutige IDs, und die wir benutzen können wie Staat, Telefonnummern. Das heißt, wir konnten nicht die traditionellen Wege benutzen zum Deduplizieren. Dedupe ist im Wesentlichen eine Maschinenlern-Library. You know, it's actually a quite interesting and ziemlich interessant und ein robustes Stück Software eigentlich. Wenn ihr euch für Maschinenlernen interessiert, dann ist es eigentlich interessant, sich mal die Dedupe anzuschauen. Das ist ziemlich schnell. Es hat uns den Hals gerettet, oder wie sagt man das auf Deutsch? Es ist in Python implementiert, also man kommt ziemlich schnell dahin.
obwohl die Geschwindigkeit nicht so entscheidend war. Wir interessierten uns mehr für Genauigkeit als für Geschwindigkeit. Also es läuft eigentlich relativ schnell, aber das die Deduplizierung wurde über Nacht ausgeführt, deswegen war die Geschwindigkeit nicht so entscheidend. Und dann hatten wir einen Analysten, der das am Morgen sich anschaute. Es gab dann einen Score, der herauskam, und was wir haben dann die Scores über eine bestimmte Grenze genommen und dann wurden also die Datensätze, die doppelt waren, einfach zusammengeführt und wenn das nun so, und etwas, was zwischen bestimmten Werten war, wurde in einen extra Eimer verschoben und der Unterschied zwischen den beiden Sätzen wurde angezeigt und ein Analyst schaut sich das dann an und schaut sich an und das Feedback des Analysten wurde dann zurückgespielt in die Daten. Das wir dann für DTube benutzt haben, sodass also ein iteratives Lernen eigentlich. Ja, genau. Kommunikation, Leute können nicht lesen und schreiben, solche Sachen. Wir haben also am Ende SMS benutzt, dumme Telefone. Wir hatten interaktive Spracherkennung benutzt. Nein, noch ein weiteres Open-Source-Produkt. Und ja, Korruption ist einfach eine Art des Lebens. Und haben wir die ganzen Auditing-Features benutzt? Waren die Teil von OpenERP, vom Kernfeature, von den Kernfeatures? Nein, nein. Tatsächlich, letztendlich ist das Einzige, das wir wiederverwendet haben, war das Kern-Framework. Und das User-Interface haben wir gemacht, wir mussten vieles von den Sachen, die wir brauchten, darüber bauen, selbst darauf aufbauen. Ja, ich muss ein bisschen schneller machen, wir kommen ans Ende der Zeit. Also, die Regierung verlangte, dass all die Daten in Sierra Leone gehostet werden sollten, was ein fürchterlicher Plan ist, wie sich zeigte. Es gab kein Elektrizitätsnetz, keine Rechenzentren, keine Infrastruktur, nichts. Und ich habe dann am Ende einfach sie dazu gezwungen, mehr oder weniger das bei Amazon zu speichern. Es zeigt sich, dass Amazon tatsächlich fantastisch ist für so eine Sache, denn es ist einfach ständig verfügbar. Sie haben all diese Werkzeuge und alles. Ich weiß nicht, ob meine Freundin Catherine hier ist von Amazon. Ja, da ist sie. Gute Arbeit, bleibt dran. Gut gemacht, Amazon. Ihr habt hier Instant-Infrastruktur erzeugt. Ohne euch hätten wir verkackt. Hier das Produktmanagement. Also wirklich interessant, was wir an Entwicklungsgeschwindigkeit erreicht haben. Wirklich erschreckend. Also in weniger als einem Monat. Wie viele Commits? Wir mussten das gesamte System einfach nur 2 Wochen zusammenfügen. Also eine viel, viel Zeit im Büro. Viel Kaffee und so weiter. Wir mussten reagieren. Erstens zu der Art, wie das System benutzt wurde und zweitens auf das, was passierte im Feld, vor Ort. Und drittens, Veränderungen im List-Management-Prozess.
Also innerhalb von einem Monat zwischen Deployment und wir müssten mehr als 300 Commits ausrollen und und mehrmals am Tag Änderungen ausrollen. Also eine erschreckende Entwicklungsgeschwindigkeit. Das Kernsystem wurde in 2 Wochen gebaut. Also wenn ihr euch daran denkt, was es bedeutet, ein großes, ein riesiges ERP-System in 2 Wochen aufzubauen, das ist unglaublich. Und niemand, der einigermaßen vernünftig ist, sollte das jemals wieder versuchen. Nein, nein, nein. Diese Softwareentwicklung, das ist also unsicher in jeder Geschwindigkeit, oder? Ich hatte noch ein paar Gesundheitsprobleme und zu viel Koffein. Also etwa werden wir 3 Tage Coding ohne Schlaf. Also es hat funktioniert. Das ist das unglaubliche Ding. Es zeigt sich, dass um sein Leben zu coden, Open Source Software hat den Glauben an die Fähigkeit der Regierung und die Systeme wiederhergestellt. Dafür gibt es keinen Preis. Zum ersten Mal in der ganzen Geschichte von Sierra Leone wurden Leute rechtzeitig bezahlt, haben ihre Gehälter bekommen, 100%. Aber wie ihr hören könnt hier, das Erstellen von Geschäftsprozessen ist sehr viel schwieriger als Technologie erstellen. Was diese Leute gemacht haben, ist Teams organisieren, die auf Motorrädern herumfuhren und jeden Gesundheitsmitarbeiter, jede Mitarbeiterin registriert haben. Auf unasphaltierten Wegen, oft gegen große Widerstände. Es gab Unfälle, Leute sind umgekommen. Also dies sind Organisationsgenies, die verdienen mindestens so viel Ehre, mehr Kredit als ich und alle anderen Ausländer. Bitte Applaus für das Team. Francis, Leslie, wo immer du bist. Hier sind einige Ergebnisse. In Guinea, das Problem, dass das Programm ist wieder fehlgeschlagen. Sierra Leone, die Anzahl von Ebola-Arbeiterinnen und Arbeitern, die rechtzeitig bezahlt wurden, 27.000 von NGOs bezahlt, die Leute, 100%, die wir erfolgreich gemanagt haben, und diejenigen, die ohne Probleme bezahlt wurden, 100%. Wir haben sogar Leute in die Antikorruptionskommission gesendet. Die Leute wissen jetzt, wenn es ein System dort gibt, dann funktioniert es und es ist möglich, ehrlich zu sein. Und es gibt also starke Gründe, ehrlich zu sein. Und Sierra Leone ist wirklich in der Schuld von den Leuten, die dieses System gebaut haben, dass die den Glauben der Menschen an das System, dass das System liefert, wiederhergestellt haben. Und wir haben gewonnen. Und hier sind einige gute Nachrichten. Ab heute ist die Ebola-Epidemie in der Welt weltweit vorbei. Und das ist doch ein Grund für einen Tanz, oder? Und ihr könnt auch tanzen, wenn ihr wollt. Also wir würden hier in der Übersetzerkabine tanzen, aber ich weiß nicht, ob wir so schnell das lernen können. Applaus. Now watch me do as on.
Asuntu, 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 Spalamine. Ebola mash up the nation. It cause no frustration. Left some family pumping. Who's the one who can't keep asking? Oh mama, oh mama, oh papa, oh papa. I thank God that is God. In New Year's come. So go, go, go. Twist your finger and jingle. Es gibt mindestens einen Fall von feuchten Augen in der Übersetzungskabine. Alle ihr, die an Open Source Projekten arbeitet, ich schulde euch einen großen, großen Dank. Ohne euch, ohne all eure Entwicklungsarbeit wäre all dies nicht möglich gewesen. Sie haben mit ihrer Art Arbeit gemacht. Ihr habt es möglich gemacht. Und wenn ihr euch irgendwie interessiert für all diese Sachen, irgendein Interesse habt, IT in humanitärer Hilfe und anderen Dingen zu machen, könnt ihr immer mich kontaktieren oder Sultan. Und wir sind immer gerne bereit zu reden. Thank you so much. Das bin ich. Nehmt ein Bild auf von dieser Folie. Ich werde die Slides irgendwo veröffentlichen oder so. Ja, das wird über den Fahrplan bestimmt erreichbar sein. Und den Tanz der Hoffnung. Ja. Danke. Wir haben 5 Minuten für Fragen und Antworten. Also bitte irgendjemand mit Fragen und Antworten, bitte geht zu den Mikrofonen. Vielen Dank für eure Arbeit und eure Rede. Ich fand, dass einiges rassistisch war und das wollte ich nur sagen. Okay, okay. Ich möchte gerne fragen, obwohl, also was ist übrig geblieben von eurer Arbeit, jetzt wo ihr dieses, eure Arbeit getan habt? Die Systeme, die wir gebaut haben, die bleiben da. Die sind weiterhin da. Ja, wenn ich die Frage beantworten kann, was hier passiert ist. Die Datenbank ist überführt worden in das Gesundheitsministerium. Vor etwa 30 Minuten war ich in einem Meeting mit dem Ministerium. Und die Infrastruktur ist immer noch sehr, sehr präsent. Es gibt neue Wege, sie zu nutzen. Okay. Okay. Next one, number 4, please. Das ist eine böse Frage, da durch Ebola viele gestorben sind. Meinst du, dass diese Krise im Grunde auch etwas Gutes war, weil wir jetzt Infrastruktur in Sierra Leone haben? Wir verstehen jetzt wenigstens, was getan werden muss. Und die Behörden verstehen hoffentlich jetzt, wie man besser reagieren kann, wenn so etwas wieder, fast jede Woche passieren Dinge wie dieses auf einem kleineren Maßstab. Also Dysentery. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Es gibt Ausbrüche von anderen Krankheiten und jetzt ist möglich, darauf zu reagieren. Also, es gibt also gute Lektionen, die man gelernt hat, hoffe ich, in diesem Fall, in unserem Fall. Ja,
Hi. Ich glaube, das ist eher so eine Business-Frage. Aber NetHope war mit mehr als 30 NGOs beteiligt und so weiter. Was für eine Art Reporting musstet ihr machen, damit diese Millionen von Dollars reingekommen sind? Ja, ich kann das beantworten. Es gab eine Menge Berichtswesen. Und um das System in der richtigen Geschwindigkeit entwickelt zu kriegen, was am Schluss passierte, ist, dass viele Systeme, es gab hier immer Kontrollmechanismen, die wurden nicht umgangen, aber erleichtert. Also jeder Job, der irgendwie mehr als 100.000 Dollar kostet, jeder Auftrag, da muss es eine Ausschreibung geben. Und wenn man jetzt also darüber nachdenken, in 3 Wochen ein ERP zu entwickeln, das geht einfach nicht. Und was wir also am Ende gemacht haben, wir haben Sultan und den Leuten von IDT Labs gesagt, fängt mal an, diese Sachen zu entwickeln, das muss jetzt ausgerollt werden. Und wir werden das System manipulieren, um das möglich zu machen. Und in der Zwischenzeit, Regierung, Weltbank, Weltwährungsfonds und solche Dinge kümmern sich mit Finanzen, um die Pumpen sozusagen bereit zu haben, sodass, wenn das System ausgerollt werden muss, das Geld dafür auch da ist. Und alles, das alles zusammenkommt, das ist ein echter Notfall. Und eine der wichtigen Dinge ist, es gab keine Vorlage für diese Situation. Niemand wusste, wie das zu tun ist, wie man es verwalten soll, wie man es managen soll. Wir mussten alles einfach sofort erledigen. Eine große, große Ehre an Sultan und seine Gang. Und sie mussten die Geschäftsprozesse und das Management einfach dort und sofort stehenden Fußes erfinden. Und das würde schon normalerweise eine unmögliche Herausforderung sein. Und es ist mir eigentlich egal, ob ihr denkt, dass ich jetzt fürchterlich rassistisch bin oder. Ich habe einen Riesenrespekt für diese Menschen. Sie haben ein ganzes Land gerettet. Ein Signal der Hoffnung. Ja, wir haben keine Zeit mehr für Fragen. Ich werde in der Raucherlounge sein, wenn ihr mich finden wollt. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ein bewegender Vortrag. Wir hatten hier als Übersetzer...